So, hallo zusammen zur nächsten Podcast-Reihe. Welche Nummer ist es? Weiß ich gerade leider nicht. Aber wir sind jetzt hier bei den Berichten vom Piratencup. Die habe ich euch leider noch vorenthalten, weil das Bodebashen dazwischen kam. Ja, das war auf jeden Fall ziemlich cool. Hat alles allen sehr viel Spaß gemacht, so wie ich das mitgekriegt habe. Und alle Leute, die nicht dabei waren, müssen auf jeden Fall beim nächsten Mal kommen. Das wird irgendwann im April sein. Dazu aber später mehr. Genau, ich war dann also den Sonntag vor dem Bodebashen mal relativ spontan beim Piratencup, weil mich halt jener gefragt haben, ob ich da nicht irgendwie Lust habe. Bin dann nachher aber gar nicht mit denen gefahren, sondern noch mit jemandem hier aus Leipzig. Das war auch ganz okay so, weil die Jena sind erstmal 90 Kilometer vor Schweinfurt irgendwie liegen geblieben mit ihrem Auto und kamen dann erst zum zweiten Spiel. Ja, gut, passiert. Aber ich war dann direkt ab dem ersten Spiel da. Das war eine Liste, die ich hier spiele im Moment. Und ziemlich ähnlich der, die ich jetzt auch schon bei Mobs gespielt habe. Was ich jetzt hier verändert habe, ist, habe ich den Blutbestien-Streitwagen rausgeworfen und überall so ein paar Punkte gespart, dass ich halt nochmal drei Crusher reinkriege. Ohne alles sind die. Das hat halt den Vorteil. Also ich habe halt eine Einheit, die mit verzauberten Waffen und Musiker wirklich super gut irgendwie was machen kann. Und noch eine kleine Einheit, die sehr, sehr entbehrlich ist. Und eine ganze Menge, aber trotzdem kaputt schlagen kann. Also sie haben ja schon im Angriff trotzdem immer noch Stärke 6 und können immer noch irgendwelche Infanterieregimenter zerschlagen und zertreten. Ja, dafür sind die schon gut. Haben natürlich jetzt nichts weiter irgendwie dabei, aber ich habe halt erstmal 8 Crusher auf dem Feld, also 625 Punkte in 1er Rüstungsmodellen, die ganz viel kaputt schlagen können. Natürlich auch rasend sind, aber gut. Ja, ansonsten hat sich ja jetzt nicht allzu viel geändert. Ein paar Krieger sind halt rausgegangen. Die Liste an sich ist da immer noch relativ dieselbe, hatte ich auch schon was gesagt, wie das alles so ein bisschen miteinander funktioniert. Ja, hat sich jetzt nicht so viel dran geändert. Dann schauen wir mal direkt ins erste Spiel. Das erste Spiel habe ich gespielt gegen den Andreas Manske. Der hatte Ogre dabei, das ist seine Liste, also er hat einen Tyrann mit 2 Waffe Schurkehelm und 4 Rettung, Stufe 3 Zauberer, dann die Schlundlehre, gab ja keinen anderen Magier. Da war ich relativ, ja, zufrieden mit, dass er jetzt gar nicht so viel Buff-Magie von den Ogern kommt. Er hat jetzt irgendwie 2 Sprüche. Ich habe Regeneration und plus 1 Stärke oder so. Also schon ziemlich gute, aber konnte man auf jeden Fall unter Kontrolle kriegen. Der andere war der Schlund, also war das egal. Dann Eisenwänze, nochmal Eisenwänze. Ja, Trauerfänge halt mit 2 Handwaffen. Das ist natürlich ziemlich dankbar für meinen Helden, der da drin steht. Also für den General. Aber wenn, also der ist ja, will ja da schon irgendwo reinfliegen und die kaputt schlagen. Kann halt eine ganze Menge Schaden machen, aber kriegt natürlich durch die Stärke 6 Attacken der Oger auch ein bisschen mehr Schaden. Ich meine, die treffen ihn immer nur noch auf 5, aber immerhin. Viel Fraße mit 2 Waffen, die finde ich erstaunlich gut gegen meine Armee. Wenn da jetzt nicht gerade die 5 Crusher reinfahren und angreifen, sind die schon ein echtes Problem, weil nur die können so viel Schaden machen, dass der Rückschlag einfach nicht mehr so sehr wehtut. Aber alles andere ist schon schwierig mit Stärke 7. Also so ein Held will ich da glaube ich gar nicht mal davor stellen. Die treffen ihn ja immer noch auf 4 und die machen einfach nicht genug Schaden. Ich meine, man könnte es vielleicht auch probieren mit einem Streitwagen und den kleinen Crushern. Müsste man jetzt mal überschlagen, was das im Endeffekt macht. Aber ich glaube, das geht leider gar nicht so viel kaputt bei denen. Die waren Kundschafter unnachgiebig, glaube ich. Also Kundschafter wusste ich, glaube unnachgiebig waren sie dann auch noch irgendwie. Aber ja, die sind schon ganz schön nervig, weil wie gesagt, die Stärke 7, das ist schon ganz schön haarig dann irgendwann. Ja, ansonsten Säbelzähne, Eisenspeier. Also alles in allem, denke ich, eine machbare Aufgabe. Wie gesagt, die Vielphrase muss ich ein bisschen schauen, was man damit macht, aber an sich kann man gegen die Oger schon immer ganz gut spielen mit dem Chaos. Dann schauen wir mal direkt in die Aufstellung. Hatten ja so ein schwieriges Gelände, unpassierbares und so ein paar Hügel irgendwie so wild über die Platte verteilt noch. Ich stelle mich natürlich zentral auf. Und wollte dann einfach nicht, dass ich hier über das Unpassierbare mich mit den Vielfraßen anlegen muss. Deswegen habe ich halt die Crusher nach da gestellt, weil ich mir ziemlich sicher war, dass er die Vielfraße nicht gegenüber der 5er Crusher-Einheit aufbaut. Musste dann natürlich damit leben, dass die Vielfraße dann natürlich hier drüben irgendwo kommen. Aber gut, muss man halt schauen. Dafür habe ich auf der rechten Flanke eine ganze Menge mehr Nahkampfpower, halt mein Bus und die Krieger, also da sollte durchaus was gehen. Die Oger dürfen dann meiner Meinung nach anfangen, schieben so ein bisschen nach vorne, passiert aber nicht wirklich was. Und dann bin auch ich dran und ich fange gleich an hier ein bisschen, also direkt mal nach vorne zu schieben, also lenke die Trauerfänge um, damit ich hier
relativ mit den Crushern halt recht weit vorkomme, aber verbietet trotzdem gleichzeitig der Katze, dass sie hier mal mich umlenken kann und gehe erstmal so auf Reichweite, um ein bisschen zaubern zu können. Ich hatte die Sonne dabei. Also erstmal ein bisschen abwarten. Ach, ein Vielfraß, ein Verschlinger hat er da, glaube ich, noch dabei. Da fällt mir gerade ein, habe ich vergessen auf der Liste. Ja. Ja, das ist so der Plan. Den General hätte ich natürlich eigentlich schon gern irgendwo weiter nach vorn gestellt. Hatte ich irgendwie Angst, dass der lustige Bus den möglicherweise dann schon angreifen kann. Aber irgendwie, ja, das hätte man einfach, glaube ich, besser lösen können, den General weiter nach vorn, dass der halt schon gleich mehr Druck auf die Crusher macht. Oder den General direkt einfach in die Krieger. Das ist auch immer eine ganz gute Lösung. Weiß nicht. Ja, es geht dann erstmal so weiter, hin und her. Er greift dann die mit den Trauerfängen nicht an. Er hat halt keine Möglichkeit, mich umzulenken. Das war ich schon ziemlich zufrieden. Aber macht halt hier, wie gesagt, über die andere Flanke weiter Alarm und kriegt plus 1 Stärke auf die Eisenwände hier drüben durch. Aber ich will trotzdem probieren, den mit den Crushern und dem Streitwagen anzugreifen. Ich rechne mir da schon gar nicht so schlechte Chancen aus, da durchzubrechen. Also ich muss halt, also standhaftig, andersrum, die Reihe werde ich wahrscheinlich verlieren, auch am Ende, also die 3 Lebenspunkte könnt ihr da durchaus schon rausschlagen, wenn halt da wirklich noch 9, also 9 Attacken Oger mit Stärke 7 zurückschlagen. Aber ich fand die Wahrscheinlichkeit, dass da auch einfach nur noch 2 Oger stehen, gar nicht so schlecht. Und dann komme ich halt durch, klar, die Crusher müssen erstmal überrennen und nächste Runde sich erstmal reformen und können wahrscheinlich einen Flankenschuss kriegen und so weiter. Aber ich habe erstmal da diese Einheit halt raus und den Streitwagen im Rücken der Armee. Das fand ich schon erstmal eine ganz gute Idee. Leider kommt nur der Streitwagen ran, schafft aber dafür seinen Geländetest. Yay! Ja, hier drüben hatte ich dann die Überlegung, den General, glaube ich, schon gleich hier reinzufliegen. Weiß gar nicht, ob ich das dann gemacht habe hier an der Stelle schon. Können wir schauen. Nee, noch nicht. Also gehen wir erstmal da zurück. Genau, der Streitwagen fährt da erstmal rein. Die Crusher schaffen es nicht. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Jetzt muss ich hier die Umlenker opfern, um also die Vielfraße daran zu hindern, hier zu kontern. Und kann aber dadurch, dass ich die Umlenker hier nicht verloren habe, direkt beide Einheiten umlenken und dann also nochmal eine ganze Menge mehr Druck aufbauen. Und den General halt hier erstmal in die Flanke, also der bedroht hat den Eisenspeer, der muss vom Hügel oder wird nächste Runde angegriffen, beziehungsweise kann die Flanke der Trauerfänge bedrohen. Eigentlich hätten die sich auch nicht mehr so richtig cool reformen können, war ich der Meinung. Also ich stand ja hier schon einen Zoll an denen dran. Aber irgendwie haben wir es dann da hin und her geschoben und ja, weiß ich, dann kamen die dann doch irgendwie wieder ein bisschen blöd weg. Ich habe einfach ein bisschen besser aufpassen müssen. Ist immer wichtiger, wenn man jetzt irgendwie was hinstellt und der Gegner dann irgendwas bewegt und man was Bestimmtes dann bezwecken will, einfach auch die mal fix die Einheit des Gegners zu markieren an der Stelle, dass man da halt dann auch bei Streitigkeiten, also was ist bei Streitigkeiten, also einfach nur so sehr gut nachvollziehen kann, wo die Einheit im Endeffekt stand und dann das, was man da beabsichtigt hat, auch wirklich dann umsetzen kann. Ja. Ja, der Streitwagen kommt dann halt leider nur alleine an, aber wird dank Nörgel mal überlebt er das Ganze wenigstens eine Runde, dass sie da halt nicht den schnellen, den freien Reform kriegen und mich dann direkt irgendwie kaputt schlagen können. Das war schon okay, aber gut, erstmal weiter im Text. Das ist dann der nächste Spielzug der Oger, also die greifen halt an, die Trauerfänge reformen sich da irgendwie so ein bisschen weg und die Kanone probiert halt auf den, mit der Kartätsche zu schießen, aber ich krieg natürlich harte Deckung. Weil die Trauerfänger halt auch so halb auf dem Hügel stehen. Und hier das Kätzchen davor, das ist dann die Ausgangssituation. Weiß nicht, ob wir das denn das nächste Bild schon sehen. Nee, das will ich jetzt noch nicht, genau. So, und jetzt werden halt natürlich, wird der Streitwagen getötet, die Reiter auch. Und hier stehen halt die Vielfraße dann irgendwie so blöd in der Flanke rum. Und ich habe dann die Möglichkeit, mit der 8 mit meinem Bus in die Oger zu fahren und die 7 brauchen die Schädelbrecher, um in die Flanke des Busses zu kommen. Also die kleinen Schädelbrecher. Und ich überlege mir dann einfach, dass ich das eigentlich schon gern jetzt machen möchte, weil ich glaube, eine bessere Chance kriege ich halt nicht. Ich kriege halt nicht nochmal einen Umlenker vor den Bus. Ich möchte mich ungern von dem angreifen lassen, weil wenn er halt doch die 11, also 10, 11, 12 würfelt, das ganz schön schlimm für mich wird, weil er halt eine ganze Menge Krieger tötet, die er eigentlich ja gar nicht, sonst gar nicht tötet. Weil da vorne überall Helden und so weiter stehen. Ja, das war ein bisschen doof. Also wollte ich, wie gesagt, diese Chance nutzen. Wenn es halt nicht klappt, klar, kann es auch ganz schlimm ausgehen für mich am Ende. Aber ich wollte hier schon
was probieren und nicht bei einem Einzelturnier jetzt anfangen, mich da irgendwie 10-10 irgendwo in die Ecke zu stellen oder irgendeinen Quatsch zu machen. Also greife ich mir den Kiegern an, die schaffen auch die 8, da dachte ich schon, sie, jawohl, Spiel eigentlich gewonnen, aber nein, die Crusher schaffen die 7 nicht und verpatzen blöd und dann sieht es halt schon wieder ganz schön düster aus. Das ist dann halt die Bewegungsphase. Also ich greife gleichzeitig auch noch mit den Crushern das Kätzchen an. Das muss ich jetzt irgendwie wegkriegen. Ich überrenne zwar eine ziemlich blöde Situation, blöde Position. Und ich entscheide mich auch mit dem General noch nicht anzugreifen. Warum, weiß ich in dem Moment, glaube ich, gar nicht genau. Ja, genau, weil richtig, wenn die Krieger halt eben nicht rankommen, ist es halt eine ziemlich blöde Situation, blöd für den General. Da steht, weil er dann abgeholt wird, ziemlich schnell abgeholt werden kann. Jetzt stelle ich ihn halt so. Nachdem ich wusste, dass die Kira rankommt, dass die Schädelbrecher halt nicht kontern können, also was ich nehme jetzt umlenken kann nicht, aber ich stehe dann einfach in den Weg, dass sie halt nur mit dem General kämpfen können. Und vorher den Schrein dazwischen. Durch den Verschlinger war ich hier leider gezwungen, man kann das auf dem letzten Bild nochmal sehen, meine Umlenker ziemlich weit hier hinten hinzustellen. Also der stand halt irgendwie vorher hier und ich musste dann ein bisschen außer Reichweite laufen, sodass ich dann auch leider nichts hatte, um hier die Eisenwänze nochmal irgendwie vom Konter zu retten, also vom Konter zu hindern, sodass ich jetzt also darauf angewiesen war, dass hier der Nahkampf mein Bus gegen sein Bus irgendwo was bringt. Also dass ich da gut rauskomme und ihn möglicherweise jetzt schon brechen kann, weil spätestens wenn ich den Konter kriege, bin ich halt tot. Ja, also dann kann er in die Krieger schlagen, gibt auf ein Kampfergebnis dazu und so weiter und so weiter. Das war schon alles eher blöd. Dann kommt es zu meiner Magiephase. Ich mache minus 1, minus 1 auf den Bus. Er bannt das mit Würfeln, schafft es nicht. Und denke so, ja, dann habe ich jetzt doch gewonnen wieder. Haha, weil die Sonne kann er jetzt ja nicht bannen. Ist, weil ich ziemlich sicher bin. Oder beziehungsweise andersrum. Es gibt im englischen FAQ eine Frage, wo gefragt wird, ob man denn ob ein Zauberer, der denn schon mal in einer Runde es nicht geschafft hat, einen Zauber zu bannen, nochmal probieren kann, mit der Bannrolle den Zauber zu bannen. Und das halt mit Nein beantwortet. Und ich war mir halt sehr sicher, dass es dieses FAQ gab, habe dann auch die Sonne gezaubert und geschafft, aber er wollte das natürlich gern sehen, also dieses FAQ sehen. Und dann musste ich natürlich erstmal anfangen zu suchen, weil die Schiris haben auch gesagt, ja, kennen sie nicht, muss ich ihnen zeigen. Und dann habe ich angefangen zu suchen, aber leider im deutschen FAQ, blöd wie ich war in dem Moment. Hab dann auch die Frage gefunden, da war sie allerdings falsch übersetzt, da ging es darum, ob man sozusagen wenn man den Zauber, also wenn er jetzt sozusagen es nicht geschafft hätte, die Sonne zu bannen, ob er es dann nochmal mit der Bannrolle bannen kann, das ist natürlich klar, das geht nicht, so war halt die Frage da formuliert, aber im Englischen ist sie halt anders formuliert und leider falsch übersetzt und so habe ich es dann irgendwie doch nicht gefunden und bin auch nicht auf die Idee gekommen, da im Englischen nachzuschauen und dann, ja, konnte dann doch die Rolle gegen die Sonne nehmen. Ist im Endeffekt jetzt auch gar nicht so schlimm, weil es ist natürlich eher unwahrscheinlich, dass er diese, weiß ich nicht, eine. Keine Ahnung, es war irgendwas Niedriges, was halt, also er hat halt irgendwie zum Bannen mit 3 Würfeln eine 6 gewürfelt und hat es dann halt deswegen nicht geschafft zu bannen. Also mein minus 1 Stärke Widerstand auf dem Bus zu bannen. Ne, das war halt auch ganz doller Blödsinn, dass das nicht klappt. Deswegen war es auch gar nicht so schlimm. Ja, dann kam halt die Sonne nicht und wir haben uns da geboxt und natürlich vergesse ich dann, dass er minus Stärke Widerstand drauf hat und lass mir einfach meinen Armeestandartenträger, also nicht meinen Armeestandartenträger, sondern meinen lustigen 1 plus wiederholbar Typ einfach mal umschlagen von den blöden Ogern. Der stirbt einfach direkt so gegen den Armeestandartenträger, also von 3 auf 0 Lebenspunkte mit der wiederholbaren Rüstung, mit dem wiederholbaren Rüstungswurf und dann sah es halt schon ziemlich finster für mich aus, weil er dann die ganzen blöden Oger da nächste Runde in die Krieger schlagen können. Aber dafür schaffe ich es auch, seine Magier aus der Einheit zu knüppeln. Ja, das war dann schon okay, der Tausch, aber im Endeffekt bleiben wir dann da stehen. Ich glaube, sogar unentschieden war es am Ende. Und dann kriege ich natürlich nächste Runde den Konter ab. Die Trauerfänge greifen den General an und die lustigen Vielfraße hier meine Crusher, die natürlich dann nicht so super viel gegen tun kann. Und er kriegt dann auch natürlich diesen super coolen Schuss hier auf die Crusher und schießt mir da direkt irgendwie 10, warte mal, nur 3, 3, 3 und dann nochmal 2, also 11 Lebenspunkte aus den Crushern. War natürlich schon blöd da anzugreifen. Ich weiß nicht, ob das so blöd war im Endeffekt, aber ich musste halt irgendwie mal was, diese Katze da wegkriegen, weil sonst die Crusher ja nie wieder was machen. Und dann schießt er mir da halt irgendwie einen Haufen Lebenspunkte raus. Das war schon ganz schön doof. Naja. Aber im Endeffekt bleib ich dann die Runde doch nochmal stehen, weil er ziemlich blöd würfelt. Also ich dachte eigentlich, dass ich da schon tot bin. Aber ich schaff's da doch nochmal stehen zu bleiben und kann dann in meiner Runde
kontern mit den Crushern. Die zwei, die noch da sind, schaffen es dann halt genau hier schön rumzulaufen und nochmal in die Ogre zu kontern. Und dann bringe ich halt einfach mal in der 3-1er Magiephase die Sonne durch, hat er keinen Zauberer mehr und zum Bann und töte dann seinen ganzen Bus. Aber schaff's einfach dann immer noch nicht, ihn zu töten dabei, weil er da immer noch stehen bleibt und irgendwie muss halt, ja, weiß ich nicht, der testet irgendwie auf die 7, 8 wiederholbar oder so, weil ich halt trotzdem den Nahkampf nicht so gewinne durch diesen Quatsch hier und dass ich da an der Stelle auch ziemlich blöd würfel, also halt nicht genug Schaden mache, um ihn halt durch die Sonne hat er keine Glieder mehr, nichts, gar nichts und so weiter. Ja, das bleibt halt einfach stehen. Und dann kommt es irgendwann zu so einer Nahkampfphase, also mein General ist halt voll und kämpft hier gegen die Trauerfänge, schafft es aber irgendwie auch nie so richtig mal irgendeinen zu töten von. Da hauen dann 12 Trauerfänge auf meinen, also 12 Attacken Trauerfänge auf meinen General, davon von den 12 Attacken auf die 5 treffen 10 und danach ist mein General tot. Also der hat 1er Rüstung und 3er Rettung und hatte 3 Lebenspunkte. Ja, dann war der halt tot. Dann, wie man sieht, das ist dann hier so nach der Sonne und der General ist tot und dann, na gut, dann war das auch schon das letzte Bild und alles wird von mir kaputtgeschlagen und umgetötet. Und dann war das Spiel im Endeffekt auch schon vorbei und ich habe da 20-0 einfach mal verloren. Das war sehr ärgerlich. Das war natürlich auch so ein Hoch und Tief, weil ich dachte natürlich auch der Sonne, ja, cool, super, jetzt habe ich die Sonne gewürfelt, jetzt habe ich schlau gespielt und doch nochmal gewonnen, haha. War dann doch nicht. Also ich habe also, trotzdem ich die Sonne durch den Ogerbus geworfen habe, nachdem ich in den Nahkampf war, 20-0 gegen die Oger verloren. Das war schon sehr, sehr deprimierend, weil es hat ja schon sozusagen alles geklappt, was man so machen muss gegen Oger, aber es hat einfach nicht gereicht. Ich fand den Plan eigentlich gar nicht so schlecht da mit dem Angriff Ziehbus gegen Ogerbus. Finde ihn schon, glaube ich, ganz gut. Meine Crusher standen halt dann leider, also das war wirklich, das muss ich mir da irgendwie doch als Kritik annehmen, dass hier die Crusher halt dann leider echt richtig doof stehen in dem Moment. Also ich meine, der General kämpft dann gegen die, der Ziehbus hier und dann bringt mir diese überlegene Nahkampfpower hier auf der anderen Seite gar nichts, wenn ich hier auf der Seite dann einfach aufgeraucht werde. Und ich ja auch jetzt, wenn die so stehen und dahin überrennen, auch ewig brauche, um da wieder in eine vernünftige Situation, in eine vernünftige Position zu kommen, um da irgendwas von ihm zu töten. Das war schon irgendwie blöd. Vielleicht hätte man sich doch irgendwie anders entscheiden müssen, weiß ich mit dem, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Das war irgendwie doof. Da hätte man vielleicht doch tief stehen kann ich schon nicht machen. Oder halt sagen, okay, ich greife halt mit dem General. Hier an der Stelle greife halt mit dem General die Kanone an und stelle mich mit den Crushern tief, also Swift Reform tief stellen und dann einfach 7-2 nach vorne laufen, um halt die sozusagen die Trauerfänge wie umzulenken, also halt sich vor die Trauerfänge zu stellen, die also dann nicht in die Krieger kontern können. Ja, dann wäre es jetzt so gewesen, der General steht da, die Crusher stehen hier vor, können also den Angriff auch nicht machen. Wäre das alles in Ordnung gewesen und ich kann hier trotzdem mit den Crushern gegen die Trauerfänge kämpfen und da auch wenn die irgendwie, ja gut, wenn die angreifen vom Hügel mit Aufprallträffern und dem lustigen Banner aktiv. Ja, weiß ich nicht, ist halt viel gewürfelt, aber kann durchaus gut gehen. Er muss ja minus eins eigentlich bannen. Hätte ich dann sich auf die getauscht, auf den Bus. Ja, keine Ahnung. War zwar ein bisschen doof, aber das kann dann glaube ich auch gegen Ogre immer passieren. Es ist halt irgendwie so reinlaufen, würfeln, oh schade, gestorben. Oder halt, ja, die Ogre sind tot. Gut. Aber an sich war es ein nettes Spiel, war natürlich ein ziemlich doofer Auftakt für das Turnier. Aber dann konnte ich jetzt mich von unten wieder nach oben arbeiten. Mal schauen, was das also so bringen würde. Ja, ich danke euch soweit erstmal für eure Aufmerksamkeit und eine kleine Sache habe ich noch und zwar werde ich in der nächsten Woche mal ein Tutorial-Video machen, wie ich denn diese Schlachtberichte mache, weil ich da jetzt schon ganz viele Anfragen gekriegt habe, was für Programme ich da nehme und wie ich das mache und so weiter und so weiter. Und da ich das unmöglich jedem Einzelnen beantworten möchte und auch kann, also das wird es einfach doch viel zu viel Zeitaufwand, das irgendwie jetzt eben einzeln zu erklären, mache ich da mal ein Video für und erkläre, wie ich das halt mache. Also dann kann das auch meinetwegen ja jeder irgendwie auch so machen. Das ist ja schon entspannter, als das Ganze immer zu tippen. Ja, wie gesagt, danke für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns dann gleich im zweiten Bericht vom Piratencup. Bis dahin.